Hallo und willkommen zurück zur Serie Wie kann ich die NSA am besten verarschen? Ja, also dieses Mal möchte ich euch zeigen, wie ihr euch vernünftig mit euren Kollegen unterhalten könnt und diese Kommunikation dann nicht so einfach abgehört werden kann. Und die NSA hat tatsächlich mal behauptet, bitte nutzt doch keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das macht uns alles viel schwerer, euch abzuhören. Deswegen zeige ich euch, wie ihr genau das jetzt tun könnt. Gut. Also zunächst einmal für die geängstigten User, das ist nicht illegal, das ist komplett in Ordnung, denn ihr dürft verschlüsseln, was ihr wollt, zumindest aktuell noch. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Und ja, dazu aescrypt.com/download und hier dann die passende Version für euch runterladen. Gibt es für Mac, Linux, ich werde es euch für Windows zeigen. Die Linux-User sind meistens erfahrene User, die brauchen solche Hilfen eigentlich weniger. Für Windows einfach hier Download klicken und ja. Schon ist eigentlich alles fertig. Ihr habt dann so eine ZIP-Datei und diese ZIP-Datei entpackt ihr ganz brav. So, und dann gab es bei mir so einen wunderschönen Fehler, den zeige ich euch auch, wie ihr den umgehen könnt. Und zwar, wenn ihr hier diese ganz normale Setup.exe ausführt, die man normalerweise braucht, dann steht hier, möchtet ihr diese C++ Runtime Libraries installieren. Wenn ihr Cancel drückt, dann funktioniert gar nichts. Wenn ihr Install drückt und aber eine neuere Version der C++ Runtime Libraries habt, dann habt ihr das Problem. Nämlich, dass ihr hier eine neuere Version auf eurem Rechner installiert habt und deswegen kann es nicht installiert werden. Wie schade. Mit einer neueren Version funktioniert es aber genauso gut und deswegen sollte eigentlich so ein Setup das ignorieren. Aber tut es leider nicht. Deswegen funktioniert gar nichts. Ihr nehmt dann einfach die aescrypt.msi für die, die den Fehler nicht kriegen. Benutzt einfach die setup.exe für die, die den Fehler nicht kriegen. Die aescrypt.msi und ihr seid gut dabei. Ganz normal installieren habe ich logischerweise schon gemacht. Und dann bekommt ihr ein, upsala, ein Fenster bei jeder Datei, die ihr habt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine, keine Ahnung, keine Videozeichnung, sondern irgendeine Textdatei erstelle, text.txt. Ja, ich möchte die Endung ändern. So, dann habt ihr hier eine Textdatei und hier könnt ihr irgendwas reinschreiben, zum Beispiel Nachricht 1. Punkt. So. Und wenn ihr jetzt Rechtsklick auf das ganze Ding macht, dann habt ihr hier die Option AES Encrypt. Und genau das würde ich euch empfehlen zu machen. Da kommt dann ganz einfach raus AES Crypt Passwort und ihr müsst hier ein Passwort eingeben. Ich werde hier jetzt einfach mal Passwort benutzen zu sicheren Passwörtern. Ihr werdet bitte nicht Passwort benutzen, sondern irgendwas anderes. Also Passwort ist. Also, das Passwort, was ich gerade benutzt habe, war Passwort. Das steht wahrscheinlich in so ziemlich jeder Crackliste drin oder sowas zum Ausprobieren. Genauso wie ABCD oder QWETR. RT, andersrum, genau. Ja, wie macht man ein sicheres Passwort? Zum Beispiel nehmt ihr die ersten zwei Buchstaben von eurem Haustier. Sagen wir mal, meine Katze heißt Katze. Ich habe zwar keine, aber hätte ich eine, würde ich sie vielleicht Katze nennen, weil ich so einfallslos bin. Also nehmt ihr die ersten beiden Buchstaben, dann habe ich vielleicht am 01.01.1900 Geburtstag, also 01011900. Das mache ich nicht so rein in das Passwort, sondern ich nehme vielleicht hier hinten nur die letzte Stelle. So, ups. Und dann nehme ich hier nur die letzte Stelle und hier nur die letzte Stelle. Schon habe ich 110. Das sieht bei euch höchstwahrscheinlich anders aus. 110 ist irgendwie so ein bisschen generisch. Und dann nehme ich noch die ersten oder die letzten beiden Buchstaben des Nachnamens oder des Mädchennamens meiner Mutter oder was auch immer. Eine Mutter sollte wohl jeder haben. Und dann sagen wir einfach mal, das ist, keine Ahnung, CF in meinem Fall, wobei ich gerade random auf die Tastatur getippt habe. Und schon habt ihr ein Passwort, das einigermaßen sicher sein sollte und sogar nicht mal irgendwie viele Buchstaben hat. Ihr könnt da natürlich noch irgendwelche anderen Sachen reinmachen. Ihr könnt es aber euch wahrscheinlich so sehr gut merken. So, sehr schön. Und schon habt ihr ein sicheres Passwort. Und ich habe hier, dadurch, dass ich das bestätigt habe vorhin, eine verschlüsselte Datei bekommen. Diese verschlüsselte Datei kann jetzt niemand mehr irgendwie benutzen, aber jeder sieht noch, dass es mal eine Textdatei war und die ist jetzt AES verschlüsselt. Das interessiert aber keinen. Ohne das Passwort kommt man da nicht ran. Außer mit Brute Force und Brute Force bei einem Passwort mit, keine Ahnung, 7 Stellen dauert ungefähr ein paar Jahre. Selbst für die NSA ist das eine Zeit. So, wenn ihr jetzt diese Nachricht einfach weiter verschicken wollt über eure wunderbaren Messenger, zum Beispiel Facebook, wie ich das wahrscheinlich bald tun werde, dann geht ihr hier auf Edit und dann seht ihr hier wunderbar, dass ich hier einfach nur haufenweise
unnütze Buchstaben habe, die einfach keinen Sinn machen, außer vielleicht der Anfang, mit was es kreiert wurde. So, jetzt macht ihr Steuerung A, Steuerung C und habt alles markiert und kopiert. Jetzt schauen wir einfach mal, vielleicht kann man das ja sogar lesen. Gut, ich werde jetzt einfach mal das Ganze in eine Word-Datei schreiben. Ihr könnt es dann von mir aus in Facebook posten oder was auch immer. Und hier rein. Und dann sieht es so aus. Das heißt, ihr habt hier irgendwelche komischen ASCII-Zeichen drin. Wunderschön. Irgendwelche Pfeile und irgendwelche Euro-Zeichen. Und das kann keine Sau mehr lesen. Aber der Empfänger kann jetzt das hier einfach alles kopieren. Wenn ihr natürlich die Datei verschicken könnt, dann verschickt die Datei. Das geht deutlich leichter. Der Empfänger kann eure Nachricht jetzt kopieren. Kann sie sich in eine Datei reinkopieren, die er nennen kann, wie er möchte. .ais. Das wäre dann die hier. Und ich nenne sie jetzt einfach mal um. Empfangen.ais. So. Und jetzt einfach Enter drücken. Da muss das Passwort rein. Und ich kriege wieder eine Datei raus. Jetzt muss ich hier hinten dran noch eine Endung machen, sonst kann ich es nicht aufmachen. .txt. Denn wir wissen ja, es war eigentlich nur eine Textnachricht, die wir empfangen haben. Und hier steht wieder eure Originalnachricht drin. Nachricht 1. So. Wenn es das Passwort falsch ist, was passiert dann? Ja, dazu sollte ich, wobei brauche ich nicht. Ja, dann kommt das hier. Message has been altered or password is incorrect. Wunderbar. Das heißt, es hat nicht funktioniert. Ihr könnt sie auch dann nicht richtig aufmachen. So, jetzt hat das ganze Verfahren nur einen Nachteil. Und zwar müsst ihr irgendwie mit euren Kollegen die Schlüssel bzw. die Passwörter austauschen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und wenn ihr ihm die Passwörter in Klartext schickt, dann habt ihr ein Problem. Nämlich ein großes. Denn dann kann man genauso gut einfach nicht verschlüsseln. Das ist genauso sicher. Deswegen würde ich euch das Verfahren tatsächlich für die Leute empfehlen, die ihr persönlich kennt und mit denen ihr sowas auch machen könnt. Gut, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und ihr wisst jetzt, wie man vernünftig verschlüsseln kann. Ist übrigens das sicherste Verfahren, was so aktuell auf dem Markt ist. Hat wie gesagt den Nachteil, dass ihr die Person tatsächlich kennen müsst und irgendwie mal den Schlüssel austauschen müsst. Alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal und bis dann. Ciao, ciao.